Hallo allerseits und herzlich willkommen. Sommerzeit ist Ferienzeit, aber es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Leute nicht in den Urlaub und irgendwo anders hinweg fahren können, wollen, dürfen. Und ich war persönlich auch immer so ein Kind, was in den Sommerferien meistens zu Hause war und gelesen hat, so, weil es nicht anders gepasst hat. Und deswegen möchte ich euch heute 10 Bücher vorstellen, bei denen mich vor allem die Welt begeistert hat, in der sie gespielt haben oder halt auch der Ort. Den Begriff Ort und Welt habe ich in dem Fall ein bisschen weiter gefasst. Es geht also gar nicht unbedingt um den Inhalt, sondern wirklich um Bücher, bei denen mich das Worldbuilding so umgehauen hat, dass ich dachte, wow, ich wünschte, da könnte ich mal Urlaub machen. Voll spannend. Oder dass es halt einfach eine wirklich gute Flucht aus der Realität ist. Eignet sich also auch perfekt, um den drögen Arbeits-, Schul-, Uni-, Ausbildungs- oder sonst was Alltag zu entkommen. Das erste Buch, mit dem ich anfangen möchte, ist eins meiner Lieblingsbücher. Es dürfte euch nicht überraschen, es in dieser Auswahl zu sehen, weil ich euch das insbesondere mit Hinweis auf die coole Welt schon immer wieder mal vor die Kamera gehalten habe. Nämlich von Paul Stewart und Chris Whittle, die Klippenland-Chroniken. Das ist jetzt ein Sammelband, der die ersten 3 Bände enthält. Und in diesem Buch gibt es Banderbären und Spindelkäfer, Schlechter und Bluteichen. Es gibt Luftschiffe, Kobolde, Harpien, es gibt alles Mögliche. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist eine der Welten, die am krassesten ausgestaltet sind von denen, die ich so kenne, auch was Details angeht. Und dadurch, dass es eine 9,5-bändige Serie ist und ich glaube, es gibt auch noch 1, 2 weitere Extrabände, die ich aber tatsächlich bisher nicht gelesen habe. Trotzdem habe ich es immer geschafft zu wissen, was für eine Spezies ist das jetzt, was können die, was machen die, was tun die, wie funktionieren die. Und auch von den Orten, abgesehen davon gibt es immer vorne wahnsinnig schöne Karten drin, ich hoffe, ihr könnt die so ein bisschen erkennen, wo das Klippenland eben auch dargestellt wird. Die Reihe teilt sich in 3 Trilogien auf und ja, jede davon spielt ein bisschen an einem unterschiedlichen Ort der Klippenland-Chroniken, aber es wird auch viel gereist. Und ich fand es einfach super cool, dass es ein klassischer Abenteuerroman ist, in vielerlei Hinsicht, aber eben auch ein bisschen Coming of Age und Jugendroman und alles Mögliche eigentlich. Und die Welt hier drin ist einfach wirklich cool ausgebaut. Man lernt ihre Typen kennen, man lernt kennen, was ja doch sehr außergewöhnlich ist, was die Welt vielleicht auch schön macht. Und deswegen kann ich euch das total empfehlen, euch mal die Klippenland-Chroniken durchzulesen. Und keine Sorge, das sind ja jetzt wie gesagt 3 Bände durchschnittlich, sind die Bücher ungefähr so dick. Also der Band jetzt hier, was glaube ich der 4. ist, hat so 372 Seiten. Liegt also noch in einem guten Mittelfeld für ja, so eine Woche Urlaub oder so. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie viel Zeit man mitbringen möchte. Genau, ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Weiter geht's mit der nächsten Welt, die gar nicht mal so unreal und fantastisch ist. Der nächste Ort ist so weit entfernt weg, dass sogar meine Kamera einen neuen Akku braucht, um diese Reise zu bewältigen. Ich denke nämlich, dass ein Ort, der super cool ist, den ich persönlich auch mal voll gerne sehen würde, von dem ich aber auch gleichzeitig denke, dass es sehr unverantwortlich wäre, dahin zu reisen, der Mars. Ich denke nämlich, Andreas Eschbachs Mars-Trilogie ist wahnsinnig cool. Ich persönlich habe sie total geliebt. Und die Reihe ist halt aus der Perspektive von Kindern erzählt, die auf dem Mars leben. Es ist grundsätzlich eigentlich schon in vielerlei Hinsicht so wie die Erde, aber halt eben doch anders. Und einfach so dieses, was wäre wenn, wie wäre es auf einem anderen Planeten zu leben, finde ich persönlich super cool. Und der Mars ist ja irgendwie was, auf der einen Seite kann man sich es halt vorstellen, da zu sein, da zu leben, dahin zu reisen. Wenn ich mir angucke, was mit Weltraumtourismus passiert, würde ich sagen, es dauert auch gar nicht mal mehr so lange, bis das vielleicht, wenn auch für sehr wohlhabende Menschen möglich wird. Und gleichzeitig war es für mich aber auch immer so ein Ort, von dem klar ist, natürlich werde ich niemals auf dem Mars sein. So, und deswegen fand ich es umso fantastischer, es mir vorstellen zu können mit diesem Buch. Ja, das nächste Buch, der nächste Ort, an den ich euch führen möchte, ist so ein Klassiker tatsächlich, wenn man sich so irgendwelche Wegweiser, die auf T-Shirts gedruckt sind oder so, anguckt, ist dieser Ort auch ganz oft dabei. Also ich meine jetzt T-Shirts, die so Bücher-Fan-Merch sind. Nämlich Narnia von C.S. Lewis. Ja, die Chroniken von Narnia spielen in Narnia. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Land, was über verschiedene Wege betreten werden kann.
Ein sehr bekannter Weg ist der Kleiderschrank. Und ich finde an Narnia einfach super cool, dass es eine sehr klar strukturierte Welt ist, dass es aber auch, ja, es gibt sehr viel, was so ähnlich ist wie bei uns, aber es gibt halt ganz viele Wesen, die es so jetzt in unserem nicht magischen Alltag nicht gibt, wie Faune und Einhörner. Ich glaube, es gibt auch Einhörner. Ja, es gibt auch Einhörner und Hippogreifen und alles Mögliche. Und das finde ich super cool. Die ganze Idee, dass man auf magische Art und Weise nur zu diesem Ort gelangen kann, finde ich auch cool. Plus, das ist ja auch ein Ort, der geschaffen wurde, halt von Aslan. Und der dadurch ja auch immer weitere Dimensionen angenommen hat. So. Und das finde ich mega cool. Auch, dass die Zeit ja ganz anders vergeht, als bei uns das der Fall ist. Finde ich cool. Und dass es halt überhaupt sowas gibt wie, jo, wir verfluchen mal das ganze Land und es ist ewiger Winter. Dass sowas halt überhaupt geht. Finde ich persönlich an Narnia mega cool. Ich finde es auch super, dass die Wesen alle sprechen können. Und ja, dass es schon eine Form von Magie gibt. Gleichzeitig, die aber auch super limitiert ist. Jedenfalls habe ich das so im Kopf, was das angeht. Und das finde ich irgendwie so eine super spannende Mischung. Deswegen könnte ich mir auch mal gut vorstellen, einen Blick nach Narnia zu werfen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob ich darauf immer leben wollen würde. Genau. Weiter geht es mit einem Ort, den man gleichzeitig so besuchen könnte oder hätte besuchen können, wenn man im 19. Jahrhundert gelebt hätte und gleichzeitig auch nicht. Smoke von Dan Villeta, von dem ich festgestellt habe, dass es einen zweiten Band gibt. Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Ich glaube, der ist auch nicht übersetzt worden. Spielt auf jeden Fall im England des 19. Jahrhunderts, also streng genommen Ort, den es so ja gibt. Aber das Ganze hat sich so ein bisschen anders entwickelt, als wir das jetzt kennen. Die ganze Gesellschaft, die ganze Welt hat sich anders entwickelt. Und so ist es, dass wenn du sündige Gedanken hast, dass diese Sünden durch dunkle Rauchwolken, die um dich herum aufsteigen, sichtbar werden. Und es lässt sich sicher darüber diskutieren, wie cool das ist, wenn jeder schlechte Gedanke, und es ist sehr, sehr variabel, was als schlechter, sündiger Gedanke gilt, sichtbar wird für andere so und damit klar ist, dass du jetzt hier gerade verbotene Gedanken hast. Aber ich fand das Konzept davon einfach so cool, ja, dass ich dieses Buch unbedingt mit reinnehmen wollte, weil ich immer so Alternativwelten und was wäre wenn total cool finde. Ja, weiter geht's mit einer Welt, die quasi von unserer Welt abstammt. Also ich habe das zumindest immer so verstanden, dass die Galaxie irgendwie eine Nachfolge unserer Galaxie ist oder zumindest die Leute ursprünglich mal aus unserer Galaxie kamen. Und das ist Romina Russells oder inzwischen Romina Garbers Zodiac. Das spielt in der Galaxie Zodiac und es gibt 12 Planeten, die dazu gehören, nämlich die der 12 Sternzeichen. Und die ganzen Planeten und alles darauf ist halt auch nach diesen Sternzeichen ausgerichtet. Und wie man ja immer so bei Horoskopen sagt oder generell Astrologie so, ja, weiß ich nicht, ein Widder ist typisch so und so oder Steinböcke sind typisch so und so. So ist das auch so, dass die ganze Persönlichkeit sämtlicher PlanetenbewohnerInnen dann halt so diesem Sternzeichen quasi typisch ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie den realen Sternzeichen so entsprechen, wie es im Buch gestaltet wurde. Aber quasi so, was wäre, wenn Sternzeichen tatsächlich eine ganze Galaxie bestimmen würden? Und das finde ich eine super coole Idee. Und relativ schnell stellt man auch irgendwann fest, dass es noch ein 13. Haus gab, also eine Art 13. Sternzeichen. Es gibt ja im normalen Tierkreis nur 12. Und das fand ich auch nochmal so super cool. Ich finde grundsätzlich dieses Konzept von, es gab etwas und jetzt existiert es nicht mehr und was wird daraus gemacht? Was ist davon übrig geblieben? Super spannend. Und ja, es ist auch so, dass diese ganzen Planeten halt in Beziehung miteinander stehen und es gibt auch Austausch. Ja, und es ist einfach eine ganze Galaxie, die einem damit quasi eröffnet wird und das ist ja dann doch mehr als ein kleiner, beschränkter Raum. Deswegen finde ich es super spannend, mal nach Zodiac zu reisen. Wobei es klar, auch natürlich immer so seine Limitierung hat. Ja. Falls ihr euch jetzt übrigens zwischendurch fragt, warum ich nicht zum Inhalt sage, dann, weil ich euch ja neugierig auf die Welt machen will, nicht auf den Inhalt. Ja, auch das ist ein Buch, was so gesehen in der realen Welt spielen könnte und es doch gleichzeitig nicht tut. Nämlich von Patrick Ness und Der Ozean war unser Himmel. Das Buch ist aus der Perspektive von Walen erzählt. Es spielt also unter Wasser. Also es gibt Kontakt später mit Menschen, aber die Wale haben halt auch ihre eigenen Legenden und Geschichten und alles. Und das Buch ist halt komplett aus der Perspektive der Wale erzählt. So, und ich finde,
unter Wasser zu sein, unter Wasser zu leben, ist ja nochmal eine ganz andere Art von Welt, über die wir ja auch sehr, sehr viel nicht wissen. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich so die Idee, unter Wasser zu leben, so voll cool finde. Und manchmal wüsste ich auch super gerne, was so Fischen oder Walen in sich so vorgeht. Also generell auch in Tieren, weil ich mich so frage, ja, wir Menschen wissen, wie wir Menschen ticken, aber wie ticken eigentlich Tiere? Ich fände es persönlich super interessant. Und ja, die Art und Weise, wie Patrick Ness das umgesetzt hat und der Fanshaber, soll ich wahrscheinlich erwähnen, dass die Illustrationen im Buch von Rowena Kay sind, das fand ich einfach wahnsinnig cool. Und deswegen würde ich mir auch mal wünschen, in dieser Welt zu leben. In dieser Unterwasserwelt. Genau. Weiter geht's dann aber doch mal endlich wieder ein bisschen fantastischer, nämlich mit der Blutkönigin von Sarah Beth Durst. Das ist eine Trilogie, wobei es dazu auch ein Prequel gibt und, oder eigentlich, nein, das ist kein Prequel, das ist ein Sequel. Und ich glaube, es wird auch noch weitere Sequels geben. Zumindest habe ich das mal so verstanden. Und in dieser Welt ist es so, dass alles von Elementargeistern aufgebaut wird, aber auch zerstört werden kann. Und dass ausschließlich Frauen und Mädchen die Fähigkeit haben, diese Geister halt zu beschwören, zu beruhigen und alles. Und ja, diese Geister, also ich sag mal so, das ist sowas wie eine Art magische Kraft. Und gleichzeitig ist es halt nicht klassisch magisch. So, und wenn es eben keine Kontrolle mehr über diese Geister gibt, können die natürlich furchtbar viel Chaos und Zerstörung und Tod anrichten. Aber wenn sie eben kontrolliert werden, dann ja, kann man damit sehr viel schaffen. Und ich finde es super spannend, dass man so quasi den Geister, also eine Form von Existenz, als Pendant zur Magie in dem Sinne in dem Buch hat, in der ganzen Welt. Und ja, das fand ich irgendwie total cool, auch so dieses ganze Konzept von, dass man dann einfach so einen Baum in den Himmel sprießen lassen kann oder es regnen lassen kann oder sowas. Aufgrund dieser Geister, und auf den kann ja auch teilweise geritten werden und so, das fand ich irgendwie super beeindruckend. Und auch wenn es so eine eher gefährliche Welt zum drin Leben ist, fand ich das persönlich voll schön. So. Vielleicht nicht ganz so schön, aber doch vom Konzept her super überraschend war für mich von Essie Grove, Weltenriss, oder auf Englisch The Glass Sentence. Ich nenne den englischen Titel vor allem deswegen, weil Band 2 und 3 natürlich nicht ins Deutsche übersetzt wurden. Genau, und bei Weltenriss, also das spielt schon so in unserer Welt, aber durch ein Ereignis ist es dazu gekommen, dass die verschiedenen Zeitalter durcheinander gekommen sind. Also das heißt, in dem einen Ort ist es, weiß ich nicht, England 19. Jahrhundert und am nächsten ist es Frankreich 23. Jahrhundert. So, das heißt, es haben sich teilweise auch nicht nur die Orte verschoben, sondern auch die Zeiten, wobei die Orte größtenteils schon noch am gleichen Fleck sind. Aber ja, und so dieses Konzept, dass dann so diese ganzen Zeitalter nebeneinander existieren, ich meine, ein vergangenes Zeitalter weiß ja, was passiert ist, aber gleichzeitig gibt es dann ja eine neue Vergangenheit, die ja so noch nie stattgefunden hat. Und die vergangenen Zeitalter haben dann ja ein... Das wäre in der Zukunft gekommen und gleichzeitig entwickeln sie sich ja ganz anders, weil es die Welt, die sich da entwickelt hat, ja auch nicht mehr gibt. Und das fand ich super fancy. Ja, und deswegen hat mich die Weltenriss-Reihe eigentlich auch direkt begeistert und ich könnte mir auch mal gut vorstellen, sowas mir anzugucken, weil man könnte einfach durch die verschiedenen Zeitalter reisen. Wie cool wäre das? Das ist Reisen durch Ort und Zeit gleichzeitig. Also ich finde das fabulös. Ja, dann kommen wir auch nochmal zu einem Buch, was auch auf der Erde spielt, was sogar einigermaßen zu unserer heutigen Zeit spielt, aber doch irgendwie anders ist, nämlich von T.C. Boyle, die Terranauten. In dem Buch geht es um ein Experiment, das Experiment hat auch tatsächlich stattgefunden, ich glaube in den 70ern oder so, bei dem simuliert wurde, wie es wäre, in einer Siedlung auf einem anderen Planeten zu leben. Ich glaube, der Mars wurde simuliert. Genau, dann werden 10 Menschen, glaube ich, in eine Kuppel gesperrt oder gesteckt. So, das sind alles Forscher, die dann auch so irgendwelche Aufträge haben, worauf sie achten sollen. Und die sollen da, ich glaube, ein Jahr lang drin sein, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. So, und das alles in der Kuppel ist eigentlich auch so konzipiert, dass es ein Ökosystem ist, was auch seinen eigenen Sauerstoff und alles herstellt. Und dass halt sämtliche Abfallprodukte, inklusive der menschlichen Abfallprodukte, die so anfallen, in diesem Ökosystem recycelt werden sollen, sodass halt wirklich ein perfekter Kreislauf entsteht. Und ich finde die Idee mega cool. Es ist dann auch super spannend zu sehen, wie diese Leute da zurechtkommen. Aber einfach so diese Simulation, woanders zu sein, obwohl man ja gar nicht woanders ist, fand ich spannend. Und es ist ja
dann wirklich eine sehr kleine, in sich geschlossene Welt, von der ja die Grenzen auch irgendwie sehr, sehr präsent sind. Fand ich super spannend. Und ich finde es auch sehr interessant und an dieser Stelle erwähnenswert, dass das Buch und das tatsächliche Experiment, was es gegeben hat, unterschiedlich enden. Ich weiß auch gar nicht, ob das hinten im Buch aufgelöst wird, dass das auf wahren Begebenheiten teilweise basiert oder ob ich mir das irgendwann erschlossen habe. Aber irgendwie bin ich da auf jeden Fall rausgekommen. Ist ja auch egal. Ich will weitermachen mit der 10. Welt. Nämlich von Lainey Taylor, Daughter of Smoke and Bone. Die Trilogie spielt ja auch teilweise in unserer normalen Welt, aber auch in einer Parallelwelt, von der ich zugegebenermaßen gerade nicht mehr weiß, ob sie einen speziellen Namen hat. Aber in der gibt es alle möglichen Wesen. Es gibt zum Beispiel Seraphim und es gibt Chimären. Und ja, du kannst zum Beispiel durch einen Zahn einen Wunsch erfüllen. So. Und wie cool ist das bitte? Und Wiederbelebung von Kreaturen, Wesen, Lebewesen ist teilweise auch möglich. Und es gibt noch einige andere coole Wesen, die ich jetzt aber nicht alle spoilern. Ja, und einfach so dieses, dass dieses extrem körperliche dann so magisch sein kann, fand ich total überraschend. Und auch, dass teilweise dass jemand in einem anderen Körper wiedergeboren werden kann, alles super cool, super spannend. Und so ist es halt auch wieder so eine coole Mischung aus unserer Welt und nicht unserer Welt. Und das mag ich einfach. Ich mag das unheimlich gerne so. Wobei ich auch ein großer Fan von eben Büchern wie den Klippenland-Chroniken bin, bei denen man dann eine komplett andere Welt hat, in die man eintauchen kann. Und ich habe noch ein Bonusbuch für euch. Weil mir eingefallen ist, dass ich euch das eigentlich auch unbedingt vorstellen wollte. Aber mir eingefallen ist, dass ich es hier nicht mitgenommen habe. Aber das Gute ist, ich sitze direkt neben diesem Buch. Deswegen kann ich es euch trotzdem vorstellen. Nämlich ist Dark Materials von Philip Pullman. Auch das ein klassischer Fall von, es ist unsere Welt und es ist gleichzeitig nicht unsere Welt. Wenn ihr die Reihe kennt, wisst ihr, was ich damit meine. Dann ist es so, dass das Buch spielte grundsätzlich erstmal in England, aber spielt in einem alternativen England. Und zum einen hatte die Kirche irgendwie voll viel Macht, aber ein Teil der Seele der Menschen lebt in Tiergestalt mit ihnen und außerhalb ihres Körpers. So, und bis zu einem bestimmten Alter, so ungefähr bis zur Pubertät, können diese Seelentiere, Dämonen genannt, ihre Gestalt ändern. Also die können eine Katze sein, Adler, ein Fisch, eine Raupe, Elefant, was auch immer. Und erst später verfestigen sie sich und sind damit auch sind teilweise auch eine Abbildung des Charakters des Menschen, zu dem sie gehören. Und die können auch sprechen. Und ja, Mensch und Dämon verbindet so ein Band innerlich, sodass die sich auch nicht über mehr als eine bestimmte Distanz voneinander entfernen können. So, weil die sonst körperliche Schmerzen haben. Und diese Idee, dass man einen Teil seiner Seele außerhalb von sich in Tierform hat, voll cool. Und das Ding ist auch, weil zwischendurch mal Weltengrenzen überquert werden, dass wenn eine Person, die nicht aus dieser Welt stammt, in die Welt geht, hat sie auch einen Dämon. So, also dann löst er sich quasi aus dem Körper raus. Und ich wüsste unheimlich gerne, was ich für einen Dämon habe. So, welche Tiergestalt würde meine Seele annehmen? Deswegen würde ich wahnsinnig gerne mal in dieser Welt reisen. Auch wenn die an manchen Punkten so ein bisschen so ist, so, möchte ich da wirklich leben? Aber insgesamt voll cool. Und ja, das waren die 10+1 Sommerorte, Ferienorte. Funktioniert natürlich auch im Winter. Von denen ich euch empfehlen kann, da mal mit eurem Kopf, euren Gedanken hinzureisen. Falls ihr weitere magische, imaginäre Reiseziele empfehlen könnt, dann lasst mich das super gerne wissen. Schreibt das unten in die Kommentare, auch vielleicht, was ihr von meinen Empfehlungen haltet. Lasst mich auch super gerne wissen, ob ihr Ferien habt, ob ihr irgendwo hinfahrt, fliegt, mit dem Pferd reitet und wohin natürlich. Genau, und in dem Sinne hoffe ich, hat euch dieses Video gefallen. Es ist Teil des BookTube Sommercamps dieses Jahres. Alle weiteren Tage und Kanäle, die zum Sommercamp gehören, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und in dem Sinne, guckt auch bei den anderen vorbei, bleibt fit, munter und gesund, vergesst nicht, mich zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.